Heaven's California. Hallihallo, Hallöchen. Da sind wir wieder zu einem kleinen Let's Play mit unserem kleinen Spiderschwein. Wir wollten heute einfach mal diese Nebenmission machen, wo wir irgendwelche Bomben entschärfen müssen, wo wir letztens hier die Hauptmission hatten und da, wo wir dann die Kiste gefunden haben und da ein Video abgespielt wurde, dass wir halt diese Bomben hier entschärfen sollen oder ob wir diese Bomben entschärfen sollen können. Bombenherausforderung, hier auch Drohnenherausforderung. Wir machen jetzt erstmal die Bombenherausforderung, würde ich sagen. Das sind nämlich 1, 2, 3, 4, 5. Was die Drohnenherausforderungen sind, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal Bomben. Da wir dort sind, würde ich sagen, machen wir erstmal schön der Reihe nach diese hier. Weiter oben ist weiter nichts. Sehr schön. Das ist Drohne. Genau, machen wir erstmal die Bomben und schauen, was dann dabei rumkommt. Wo haben wir sie? Da. 800 Meter. Okay, das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Also schnell ist immer so ein dehnbarer Begriff, ne? Das, wenn ich jetzt laufen würde, sind 800 Meter weit. Wenn ich fahren würde auch. Gerade hier in der Stadt mit dem Verkehr. Aber Spiderschwein kann ja durch die Luft schwingen. Ist das jetzt... Ah, hier oben haben wir schon eine. Na. Das ist also jetzt eine Bombe. Dieser Computer zeigt Bomben im gesamten Viertel. Und sie gehen gleich hoch. Beeilung jetzt! Hä? Die Bomben entschärfen sich nicht von selbst. Ach, das sind mehrere Missionen. Ich dachte, da wäre jetzt überall eine Bombe irgendwo. Wisst ihr, was ich meine? Ich dachte, es waren jetzt einfach überall die Bomben, die ich jetzt entschärfen müsste. Und jetzt sind das alles so Bombenmissionen. Ah, ne, das ist ja... Und das soll eine Hauptmission sein? Super. Hätte ich das gewusst, hätten wir das auch in der nächsten, vorigen Let's Play machen können. Ich habe gedacht, wir müssten jetzt die 4, 5 oder wie viele Bomben das waren entschärfen. Und dann ist das Thema Geschichte, aber dass das natürlich hier Bombenherausforderungen sind, wo dann ein Abbild von einer Bombe gleich 4 Bomben entschärfen sind, das wusste ich ja nur nicht, dass das so kleine Nebenmissionen sind. Und das sollte Hauptmission sein. Verstehe ich irgendwie nicht, ist irgendwie unlogisch. Weil... Ja. Boom, das Dynamit. Wenn ihr wisst, was ich meine, weil vor uns haben wir als Nebenmission gegen das, gegen den übsten Panzer hier gekämpft. Oder vor uns auch das letzte Mal. Gegen den übsten Schrank gekämpft. Als Nebenmission, als Hauptmission haben wir den Scheiß jetzt. Also, ist irgendwie komisch gemacht. Weil das ist eigentlich für mich eine Nebenmission. Noch eine, Beeilung! Aber gut zu wissen, dann können wir das irgendwann später machen. 10 Sekunden! Das war's. Erneut versuchen, ja, einmal versuchen wir es noch, dann mache ich was anderes, weil sowas kotzt mich dann schon wieder an. Ne? Wenn das eine Hauptmission ist, dann, naja. Dann weiß ich ja nicht. Für mich ist es eine Nebenmission, so eine. Ja. Die Bomben entschärfen sich nicht von selbst. Das ist mir klar, dass die Bomben sich nicht von selbst entschärfen, du Pavian.
Sag mal, bist denn du völlig bekloppt? Okay, die hier wäre geschafft. Manchmal macht das Spider-Schwein einfach nicht das, was ich will, ne? Das ist manchmal schon interessant. Mensch, Spider-Schwein. Du Hanghuhn. Komm, feier dich selber, Spider-Schwein. Feier dich! Schnell jetzt! Hätte besser sein können! Okay, und? Wie hätte besser sein können? Wir müssen das schneller machen. Gute Arbeit mit den Bomben, aber nicht beim Werfen. Du wirfst zu ungenau. Ist das irgendein krankes Spiel für dich? Was? Du wirfst zu ungenau? Spiele sind für Kinder. Ich bin Profi und werde auch so bezahlt. Da verschwendet dein Kunde sein Geld. Manchmal sind Informationen mehr wert als Geld. Und ich habe viel von dir erfahren. Soll ich sagen, Hauptmission, weil das war jetzt, fand ich, eine sehr komische Mission, so ein, naja. Dann geht's auf jeden Fall hier noch weiter, da haben wir noch, sehr viele, wir sagen es mal, Hauptmission für uns, ne? Das ist eine Hauptmission. Das sind Hauptmissionen, naja. Müssen auch gemacht werden, wenn wir da eine so im Let's Play mitmachen, ist es vielleicht ganz okay und wird nicht so langweilig. Entschuldigung, sächsischer Dialekt kam wieder durch. Der sächsische Dialekt. Bin gespannt, was jetzt für eine Hauptmission noch auf uns wartet. Vielleicht ist es mal wieder etwas Interessantes. Officer bei Gramercy, warte kurz. Dann machen wir jetzt schnell das noch. Ups. Meine Herren, ich muss Sie aus dem Geschäft bitten. Gehen Sie bitte aus dem Geschäft. Na. Nee, solche Dinger hier, mein Freund. Hey. Du bleibst da drin und du bleibst da liegen. Das ist auch geil, ne? Die Polizei steht hier und guckt halt zu. Ey, spinnst du? Machst du auch noch ein bisschen mit oder was ist denn los? Na, Ziel, sag mal. Bist du doof oder was? Macht manchmal nicht das, was ich will. Schöner altmodischer Überfall. Wirf drei Objekte auf Gegner. Verbrechen, bitte hier entlang. Okay. Vielleicht besser, wenn ich nicht hier bin, wenn die Cops kommen. Sollte ich vielleicht vorher mal die Missionsziele durchlesen, was ich da schmeißen soll und alles, weil das sind ja dann noch so Nebenpoints, die ich bekommen kann oder Zusatzpunkte. Aber Kampf ist mir eigentlich egal, da fange ich an. Oh, jetzt habe ich 3 Tonnen auf ihn geschossen, jetzt muss ich noch 2 Büsche auf ihn schmeißen. Und im Endeffekt. Hey,
kämpfe ich da gegen die und fange nicht noch irgendwie an, irgendwas zu zählen. Sagst du meinem Kind Hallo? Lee benutzt die Typen als Schläfer. Überall. Du kannst mir nichts anhaben. Er beschützt. Ich rufe dem Kerl einen Krankenwagen. Hoffe, die können ihm helfen. Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ah. Eine Halloween-Party. Muss mich wohl nicht umziehen. Hier, da passt vollkommen rein mit seiner Party. Mit seiner Partykleidung. Danny sieht wie einer meiner Feinde aus. Okay, also. Mal sehen, welcher er ist. Jetzt muss ich fangen, ne? Kann ich das Foto nochmal irgendwo nachsehen? Nee, ne? Ja, klasse. Echt so, ist echt super, ey. Super! Warum so unfreundlich? Geht dich gar nichts an. Was wird er jetzt hier sicherlich nicht gleich am Anfang sein? Hier hinten. Alle tragen Kostüme. Da ist einer mit grün. Nee, da war es nicht. Spider-Man oder was, okay? Irgendwas Grünes hatten die an. Dr. Delaney ist hier irgendwo. Ich muss ihn finden, bevor Lee es tut. Hey, sieh uns an. Wir sind Spider-Bros. Hast du denn mal die Brust? Sieh dir meine Moves an. Tiu, tiu, tiu. Entschuldigung, sind Sie Dr. Delaney? Spider-Man, meine Nemesis. Dieses Mal kriegst du mich nicht. Oh nein, Rauch. Was soll ich jetzt bloß tun? Das sah auf jeden Fall nicht so aus, als müsste ich den hinterher rennen. Ja, so viel dazu. Ich renne jetzt trotzdem mal hier rein. Das ist ein Ende, Spider-Man! Wenn du das sagst. Weg jetzt, hab ich dich! Was soll das? Ich habe eine Woche an dem Helm gearbeitet. Ich muss Dr. Delaney finden. Er läuft irgendwo rum. Wer bist du? Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Klugscheiße. Glaubt sie mir nicht. Was denn jetzt? Beweg dich doch mal. Bewegen Sie sich. Ja. Oh, 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 oh. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Ich kann euch nicht hören! Achso. Dieser Süßigkeitenwerfer könnte Dr. Delaney sein. Ich muss irgendwie da hoch. Irgendwie da hoch. Ich kann meine Netze nicht verwenden. Ich geh doch nicht da hoch. Platz da, Platz da. Ich muss ja durch. Ich kann euch nicht hören! Ich suche Isaac Delaney. Ich glaube, der tanzt gerade. Da ist er. Die Echse mit dem Kittel. Niemals. Ach doch. Ich war doch gerade. Ich war vor uns gerade dort oben, ne? Das ist doch. Schaut mal, da ist Spider-Boy. Ich bin dein Erzfeind, also kämpfe hier. Vielleicht später. Was ist denn, Spider-Man? Angst vor meinem mächtigen Kopf? Was bist du? Komm schon. Hey, kämpf! Kein um Spider-Man! Ja! Was zum Teufel? Oh! Ich bin ein abgefahrener Leiter.
klasse. Was willst du? Jetzt haben sie den. Das ist mal wieder so ein möchte gern Partygänger. Dachte, er könnte hier einen super Typ machen. Ach man, das hätte ja alles so einfach sein können, ne? Immer sagte, sagen Sie mir, was Sie wollen. Das ist ein Scherz, ja? Die Waffen sind eh nicht echt. Zurück, jetzt! Okay. Lass ihn los! Bam! Kopf unten halten! Oh mein Gott! Verschont uns! Manchmal sieht man auch nicht so richtig durch, ne? Manchmal ist es auch ein bisschen Glückfang. Sag mal. Wenn man halt gerade die Netze so spinnt. Geht's allen gut? Ja. Gut. Fröhliches Halloween. Okay. Klack, 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 klack. Wurden jetzt auf jeden Fall wieder. Ach. Du Heimatland. Ach, du Heimatland, dort unten. Machen wir's kuschelig. Wartet uns viel. So. Freundchen. Der Krabbeln wollte locken oder was? Miststück. Wo ist der andere? Da ist er. Eieieiei. Dass ihr es immer übertreiben müsst. Wo haben sie die Lenny hingebracht? Mit euren scheiß Waffen. Super Energie habe ich auf jeden Fall. Gibt sicher einen anderen Weg. Yeah. Yeah. Na, hallo? Da ist Dr. Delaney. Wohin bringst du mich? Da befreien wir jetzt mal noch schnell den Dr. Delaney. Oh Gott, das wird gar nicht so einfach. Oder? Einer ist bis jetzt hier. Wer sind Sie? Sie arbeiten seit kurzem mit jemandem bei Oscorp zusammen. Woher wissen Sie das? Wir haben nicht viel Zeit, Isaac. Sag mir seinen Namen. Die Show ist vorbei, Lee. Hä? Zieh den. Anscheinend ist die Show noch nicht vorbei. Wow. Sein Name. Dr. Morgan Michaels. Danke. Nicht? Mach's nicht? Super.
Jetzt haben wir wenigstens erstmal kurz Unterstützung gehabt. Gut erwischt. So, Deckerchen. Das waren alle. Ich muss Lee finden. Das waren alle? Okay. Das war bestimmt jetzt ein Endgegnerkampf, obwohl jetzt ist er noch nicht zu Ende, oder? Das Spiel? Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht ganz. Okay. Was hat Lee mit den Leuten getan? Nicht der schon wieder. Falls es hilft, das tut mir echt leid. So, wo ist der Psycho? Ui. Entschuldigung. Ey, geh mal weg, Digga. Das wird schon wieder. Ey. Spinnst du, Digga? Na komm, befrei dich. Okay. Cooler Move. Juri, du musst mir helfen. Das war's. Bei der ESU wurden Schüsse gemeldet. Ja, das war ich. Erkläre ich später. Jetzt musst du einen Dr. Morgan Michaels finden. Martin Lee ist hinter ihm her. Verstanden. Okay, da haben wir das jetzt abgeschlossen. Sehr schöne Spider-Man. Sache. Wer ist dieser Dr. Michaels? Ist wohl der Chefforscher dieses Projekts Teufelsatem. Habt ihr ihn gefunden? Ja und nein. Laut Sable steht er unter ihrem Schutz an einem sicheren Ort irgendwo in der Stadt. Aber sie sagen mir nicht wo. Ich dachte, ihr arbeitet zusammen. Dachte ich auch. Okay. Ich denke, ich kann ihn finden. Ich melde mich, wenn es klappt. Gut. Das wird auf jeden Fall jetzt nicht die letzte Mission gewesen sein. Den Doktor werden wir bestimmt nicht vorher finden. Hey, hast du Dr. Delaney auf der Party gefunden? Ja, aber Lee auch. Oh nein, was ist passiert? Lee hat ihn verdorben und in den Selbstmord getrieben. Das ist schrecklich. Wir müssen den Typen aufhalten. Werden wir. Bevor Delaney starb, gab er Lee einen Namen. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Wer ist das? Keine Ahnung, aber ich wette, er arbeitet am Teufelsatem-Projekt. Hast du etwas aus der Teufelsatem-Akte rausgefunden? Ja, halt dich fest. Vor ein paar Jahren wollte Osborn mit Fisk ein Labor aufbauen, ohne die Behörden zu informieren. Ein Geheimlabor? Für den Teufelsatem? Wenn es wirklich so gefährlich ist, kann ich das verstehen. Wo ist das Labor? Das steht nicht drin. Fisk hat in Osborns Auftrag alle Einträge vernichtet. Ich habe nur Rechnungen von Osborns Privatkonto an Fisks Baufirma. Wie ich Fisk kenne, erpresst er den Bürgermeister mit den Rechnungen. Alle Spuren deuten auf Norman Osborn. Zeit, ihm einen Besuch abzustatten. Ich glaube nicht, dass er dir was erzählt. Hatte nicht vor, ihn zu fragen. Okay. Also wir haben jetzt auf jeden Fall noch einiges vor uns. Mit dem Norman Osborn und weiter.
für das Let's Play soll es erstmal hier gewesen sein. Ist diesmal ein bisschen kürzer geworden. Aber hoffe, es ist trotzdem in Ordnung. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und es waren ein paar gute Missionen mit dabei. Ein bisschen Action gab es ja. Und da wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lieber ein Däumchen würde ich mich freuen. Ciao, ciao. Und sich wie sie anziehen, ist besonders in der heutigen Zeit verstörend.